Hallo zusammen, ich heiße Hans Weigand. Ich komme aus Hamburg. Vor einer Woche haben mich meine Eltern informiert, dass wir wegen der Eröffnung einer Niederlassung eines Pharmaunternehmens, wo mein Vater arbeitet, nach Kasachstan ziehen. Es war für mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Was für ein Land ist das? Wie werden wir dort leben? Ich habe Kasachstan auf der Landkarte gefunden, aber nicht die Stadt Pavlodar. Mein Vater sagte mir, ich solle nur ein paar Dinge mitnehmen. Deshalb fuhr ich nur mit einem Koffer, meinem Fußball und meinem Lieblingsteddybären aus meiner Kindheit, Buggy, zum Flughafen. Einmal hat meine Großmutter mir ihn geschenkt und seit dieser Zeit sind wir immer und überall zusammen, außer in der Schule. Es schien mir, als ob Buggy mich immer versteht und seine runden Knopfaugen sahen in schwierigen Momenten ermutigend aus. Wir waren ein bisschen spät mit der Landung und in Eile ließ ich den Bären aus meinen Händen fallen. Als ich mich umsah, sah ich, dass ein kleiner Junge meinen Teddyfreund umarmte. Er war in Lumpen gekleidet und schlampig. Kurz gesagt, ein Trampel. Mein Herz sank in meiner Brust und ich entschied mich fest, ihm den Bären zu lassen. Die neuen Schüler haben mich gut begrüßt. Wir haben uns kennengelernt. Sie haben mir die Schule gezeigt, mir zu essen gegeben und sind weggegangen. Es ist verständlich. Klassenkameraden haben ihre Geheimnisse, Freundschaften aus der ersten Klasse. Und hier bin ich, ein Fremder, der die Sprache nicht wirklich versteht. Im Unterricht war das nicht schlimm, aber nach dem Mittagessen war ich allein. Ich brachte meinen Fußball in die Turnhalle, lud die Jungs ins Team ein, aber es stellte sich heraus, dass sogar die Spielregeln anders sind. Ich interessiere mich für Musik, aber niemand kannte meine Lieblingssänger hier. Manchmal hatte ich einen Kloß im Hals und wollte deshalb vor Groll und Einsamkeit weinen. Und im Moment der Verzweiflung sah ich bekannte, perlenartige Augen. Das war ein Bär, wie zwei Tropfen meinem Buggy ähnlich. Ein Geschenk von meiner Mitschülerin. Zu sagen, dass ich froh war, bedeutet nichts zu sagen. Ein Klassenkamerad nahm mich an die Hand und führte mich ins Speisezimmer, wo sich die ganze Klasse mit einem Kuchen versammelte, auf dem ein wenig schlampig geschrieben war: Herzlich willkommen. Was wollte ich damit sagen? Ich bin froh, dass ich viele Freunde habe. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe, als ich Angst habe, in ein anderes Land zu ziehen. Ich bin froh, dass die Freundschaft in allen Sprachen und in allen Ländern gleich ist und den Bär umarmt.